Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir ein paar kreative Sachen zeigen, die ich in der letzten Zeit gebastelt habe. Vieles davon habe ich auf meinem Instagram-Profil schon gezeigt. Wenn du mir dort aber nicht folgst, dann kannst du dir jetzt meine kreativen Sachen in diesem Video nochmal sozusagen live ansehen. Und wenn dir davon etwas gefällt, was ich vielleicht mal nachbasteln soll, dann schreib mir das sehr gerne einfach unten in die Kommentarfunktion rein. Als erstes möchte ich euch einmal diese Holzhasen präsentieren. Die stammen aus einem Action DIY Osterbastelset und enthalten sind immer zwei große und zwei kleine. Mit dabei waren immer die Holzkugeln, ein schwarzer Stift, mit dem man das Gesicht auf die Kugeln aufmalen kann, was auch wirklich sehr gut funktioniert hat. Dann waren hier hinten diese Bömmelchen mit dabei und die Filzohren. Das Ganze habe ich einfach mit meiner Heißklebepistole zusammengeklebt und weil mir das aber zu schlicht gewesen ist, habe ich einfach noch etwas passendes Schleifenband, was ich da habe, rausgesucht und dem Hase sozusagen drumherum gewickelt und habe dann noch mit einer Stampin' Up Blümchenstanze passend auch ein Blümchen ausgestanzt und habe das noch mit einer Perle dekoriert. Ich habe nicht nur das rosane Set gekauft, sondern auch das türkise Set. Auch hier war wieder alles enthalten, bis auf ja, das ausgestanzte Blümchen und das Schleifenband. Aber ich denke, solche Sachen habt ihr mit Sicherheit auch alle zu Hause. Und ich hoffe, dass euch diese Idee schon mal gefallen hat. Dann habe ich noch letzte Tage ein paar Badesalzverpackungen gebastelt. Ja, das sind alles Produkte von Stampin' Up, die ich verwendet habe. Hier habe ich den Untergrund geprägt und diese ganzen Elemente habe ich mir ausgestanzt und gestempelt. Und wenn ich das Ganze aufmache, dann befindet sich hier eine Tüte Badesalz drin und hier habe ich das Ganze auch nochmal dekoriert. Ich habe auch nur ein Stempelset dafür verwendet. Die Texte habe ich alle embossed und ich persönlich mag das immer, wenn das Ton in Ton ist. Und auch hierzu gibt es schon auf meinem YouTube-Kanal eine Anleitung. Die werde ich dir sehr gerne oben rechts bei dem i einmal verlinken. Während ich ja jetzt krank gewesen bin, habe ich ganz viele von diesen Blümchen ja, mir vorbereitet, genauso wie die Blätter. Und deswegen habe ich auch mehrere von diesen Badesalzverpackungen gebastelt. Manche Blüten habe ich sogar auch zweifarbig eingefärbt, wie diese hier zum Beispiel. Auch bei dieser Verpackung habe ich die Blüte wieder zweifarbig abgestempelt. Das ist gar nicht kompliziert. Ihr färbt den Blütenstempel erst in einer Farbe ein und dann nehmt ihr euch ein Fingerschwämmchen und eure zweite Stempelfarbe, betupft das Fingerschwämmchen mit der Farbe und geht dann an dem Rand der Blüte entlang und stempelt das Ganze einmal ab. Hier habe ich wieder die nächste Verpackung. Hier ist die Blüte aber nur einfarbig gestaltet worden. Und bei dieser Blüte zum Beispiel habe ich auch wieder in zwei Farben gearbeitet. Und dann habe ich noch eine weitere Verpackung gebastelt, weil das Ganze so viel Spaß gemacht hat und ich sechs verschiedene Blüten vorbereitet hatte. Und das hier ist zum Beispiel Mangogelb mit entweder Osterglocke oder Safrangelb. Finde ich auch wunderschön. Diese Karte hier habe ich vor der Badesalzverpackung gebastelt und ja, das ist fast genauso aufgebaut, nur dass ich hier jetzt auch den Text embossed habe, aber halt weiß auf schwarzem Farbkarton und ich finde die Karte wirklich traumhaft schön und bin gespannt, was du dazu sagst. Diese Karte hier in Safrangelb und Farngrün war mein erstes Beispiel. Daraufhin habe ich ja die zweite gestaltet, die ich euch gerade schon gezeigt habe, in Blütenrosa und Farngrün. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat mit der Karte, habe ich passend dazu sozusagen als Geschenkset eine Geschenkverpackung gebastelt. Auch hierzu gibt es schon ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Das ist nämlich die Serviettenverpackung. Und wenn du diese nachbasteln möchtest, dann verlinke ich dir ebenfalls dieses Video sehr gerne oben bei dem i.
Dann möchte ich euch jetzt eine etwas größere Verpackung zeigen. Die habe ich mit dem Envelopan-Sport gemacht und zu dieser Verpackung wird es auf jeden Fall noch ein Anleitungsvideo geben. Leider habe ich das ja vor meiner Erkrankung und auch vor meinem Urlaub, der auch im Februar stattgefunden hatte, nicht mehr geschafft, dieses Video für euch abzudrehen. Deswegen werde ich diese nochmal nachbasteln. Sie ist wirklich super einfach, aber total schön, weil die wirklich richtig, richtig groß ist. Und ja, ich hoffe, dass euch auch dieses Beispiel gefällt. Ja, auch hier habe ich wieder diese typische Serviettenverpackung gebastelt, denn ich verschenke immer wieder sehr gerne Servietten. Ja, ich glaube, ich habe das übernommen von meiner Mutter. Die schenkt nämlich auch immer Servietten und ich finde das eigentlich ganz schön, nur dass ich halt immer noch eine Umverpackung dazu bastel. Und diese habe ich schon während die Celebration noch lief gebastelt. Da habe ich nämlich aus dem Designpapier Schmetterlingsvielfalt, vielleicht hast du das ja zu Hause, diese ganzen Schmetterlinge ausgeschnitten, auch die ganz, ganz klein und dann so schön übereinander geschichtet. Ein wenig habe ich auch zum Valentinstag gebastelt. Da habe ich zum Beispiel meinen typischen großen Milchkarton gebastelt mit einem Tag-Anhänger. Ich liebe Tag-Anhänger, das werdet ihr gleich noch sehen. Auch hier habe ich alles wieder Ton in Ton gehalten. Ich habe ein paar Flecken aufgespritzt, die seht ihr jetzt vielleicht nicht so gut mit der Glanzfarbe. Texte habe ich embossed und auch diese finde ich wirklich sehr schön und sehr schlicht. Und auch hierzu gibt es schon auf meinem YouTube-Kanal ebenfalls ein Anleitungsvideo. Dann habe ich eine typische quadratische Schokoladenverpackung gebastelt mit dem Envelopan-Sport. Auch hierzu gibt es schon ein Video, denn ich finde, das sind einfach typische Basic-Verpackungen, die man immer wieder dem Anlass anpassen kann und ich auch immer wieder sehr gerne bastel. Hier habe ich zum Beispiel das Herz einfach mehrfach ausgestanzt, gefaltet oder gefalzt in der Mitte und aneinander geklebt. Das ist auch ein wunderschöner Effekt, den man ganz einfach und schnell hinbekommen kann. Was ich auch mal sehr gerne bastel, ist diese große Schokoladenverpackung mit den ganz vielen einzelnen Riegeln. Auch hierzu gibt es schon ein Video. Einmal mit der Öffnung, wo man die Schokolade oben rausziehen kann und einmal mit der Öffnung seitlich, meine ich, war das. Auf jeden Fall werde ich euch auch diese beiden Videos sehr gerne verlinken. Ja, hier habe ich die Verpackung relativ schlicht gelassen, habe einfach nur den Text embossed du und ich. Das finde ich auch immer ganz schön und so wirkt das Designpapier für sich ganz alleine und das Folienherz mit dem anderen steht dann sozusagen im Mittelpunkt. Dann möchte ich euch noch eine Karte zeigen. Diese habe ich für meinen Mann gebastelt, aber irgendwie hat er die dieses Jahr nicht bekommen. Das ist aber nicht so schlimm, denn Valentinstag kommt ja nächstes Jahr wieder. Auch diese Karte habe ich bewusst schlicht gelassen, weil ja diese für meinen Mann sein sollte und er mag das jetzt nicht ganz so bunt. Im Inneren habe ich mir dann einfach mit dem Envelopan-Sport einen passenden Umschlag gebastelt und habe diesen mit einem Magneten versehen und hier sollte sozusagen ein kleiner Gutschein rein für eine private Auszeit für uns beide. Hier möchte ich euch einmal ein Geschenkeset zeigen. Ich habe dafür ein Stempelset aus der Celebration verwendet. Das hier ist eine typische Pizzaschachtel, in der man was reintun kann. Und hier, das ist einmal der Verschluss, sozusagen meine Banderole. Und auch hierzu gibt es schon ein Video auf meinem Kanal. Und passend dazu habe ich dann die Karte gebastelt, da ich das immer besonders schön finde, wenn Verpackung und Karte zusammenpassen. Hier habe ich das gleiche nochmal. Wenn mir etwas sehr viel Spaß bereitet und mir sehr gut gefällt, dann bastel ich das meistens ja nochmal nach, nur in einer anderen Farbkombination. Das gerade war Safrangelb und das hier ist einmal Blütenrosa.
Dann habe ich hier eine Gutschein-DIN-Langkarte gebastelt. Auch hierzu habe ich schon mal euch ein Video präsentiert, wie man ganz einfach diese Karte basteln kann und wie ihr zum Beispiel diesen schönen Abschluss hinbekommt mit dem Envelope Punch Board, so dass man jetzt hier einen Gutschein hineinpacken kann. Dann habe ich noch zwei ganz einfache, schlichte Valentinstagskarten. Das ist nichts Besonderes. Hier habe ich wieder den Untergrund geprägt und den Text passend in der Farbe von dem Folienpapier embossed. Und die zweite Karte, die ich gebastelt habe, ist ebenfalls ganz schlicht gehalten. Da habe ich damals mit dem Produktpaket gearbeitet und alles auch wieder so Ton in Ton gehalten. Diese Karte hier war jetzt etwas aufwendiger. Hier habe ich meine Lieblings-Framelits-Rankenrahmen verwendet. Das Pergamentpapier habe ich mit dem Glanzspray mit der goldenen Farbe angesprüht. Die Torte, die habe ich embossed, genauso wie den Text und die Torte dann bzw. die Blümchen mit den Mischstiften und den passenden Stempelfarben ausgemalt. Und der Untergrund hier, der wurde ja geprägt mit dem Tiefenprägefolder. Spitzenbordüre. Das hier war ebenfalls ein Stempelset aus der Celebration. Das fand ich sehr schön, weil ich finde, dass man es nicht unbedingt nur für Trauerkarten verwenden kann. Aber das ist ja alles eine reine Geschmackssache. Auch hier habe ich den passenden Farbkarton von der Karte mit dem Tiefenprägefolder Struktureffekt geprägt, sodass man einen leichten Akzent hinbekommt und habe auch nicht wirklich viel mehr auf der Karte selbst gemacht. Ich habe hier einmal Granit verwendet und hier einmal Blütenrosa. Dann habe ich eine Serie angefertigt von dem Designpapier Gartenglück, was es aktuell noch im Frühjahrskatalog gibt. Und das hier waren dann die Schmetterlinge aus der Celebration aus dem Designpapier. Und habe auch alles wieder Ton in Ton gehalten. Ich habe immer zwei Schmetterlinge ausgeschnitten und dann übereinander gesetzt und die Texte in weiß embossed. Das hier ist Heidelblüte. Das hier ist dann einmal in Limette. Das hier einmal in Osterglocke. Und zum Schluss nochmal in Calypso. Da ich dann natürlich auch ein paar Reste hatte von dem Designpapier, habe ich dann einfach die Streifen verwendet und habe dann diese gestitchten Rechtecke auch benutzt und die Streifen einfach nur aneinander geklebt und auch hier wieder die Texte embossed, zerschnitten und ja, ein paar Schmetterlinge verwendet. Und dann habe ich noch zwei weitere Karten aus den Resten von dem Designpapier und auch die Reste der Schmetterlinge. Hier habe ich einfach nur die gestitchten Rechtecke ausgestanzt und dann halt angeordnet und auf den kleinsten dann die Schmetterlinge gesetzt. Und bei dieser Karte habe ich dann jetzt auch das Folienpapier aus der Celebration benutzt, weil das sehr gut von dem Farbton zu dem Schmetterling gepasst hat. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Tag-Anhänger zeigen. Diese verwende ich immer ganz gerne, um die an einem Geschenk dran zu binden. Das geht auch ganz einfach, denn da loche ich mir dann hier oben einfach nur ein Loch hinein und dann fädel ich das durch die Kordel oder durch das Geschenkband. Und hinten kann man natürlich dann noch seinen Gruß draufschreiben. Dann braucht man zum Beispiel jetzt keine Glückwunschkarte. Und diese kann man auch sehr gut am Abend zum Beispiel, während man Fernsehen guckt oder ja den Film oder die Serie einfach laufen lässt, dann so nebenbei basteln. Das Tolle ist, dass man nämlich auch viele Reste zum Beispiel verarbeiten kann und dass ein schneller Erfolg ist. Also mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch schon ein paar Tag-Anhänger sozusagen mit einem kleinen Geschenk ja verschenkt. Und die Tag-Anhänger, die habe ich schon so fertig gekauft. Ich habe zum Beispiel jetzt, wie gesagt, hier nur eine Stampin'-Up-Stanze verwendet, einen Tacker, dann die Glanzfarben, die ich immer sehr gerne verwende, um so kleine Sprenkler noch auf das Papier aufzubringen. Wie gesagt, Stanzteile vom Action, dann habe ich Glitzersteine noch vom Teddy verwendet und auch ein Stempelset von Stampin' Up, weil
nicht genügend Sprüche natürlich enthalten waren und ich die dann in weiß auf schwarzen Farbkarton embossed habe. Bei meiner zweiten Produktion, die ich dann angefertigt habe, weil mir es ganz so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann auch zwei Tiefenprägefolder noch vom Action verwendet. Das werdet ihr dann nachher aber am Schluss sehen. Und hier zum Beispiel, wo jetzt so ein großer Kreis ist, das habe ich extra so freigelassen, weil ich mir dann dachte, da kann man zum Beispiel den Namen noch reinstempeln von demjenigen, der das zum Beispiel bekommt. Zum Schluss kommen jetzt einmal die Tag-Anhänger mit dem geprägten Hintergrund und diese Stanzteile, die ich hier verwendet habe, stammen jetzt aus den aktuellsten Papercraft-Sets vom Action. Ich hoffe, dass euch mein kreatives Craft-Update gefallen hat und dass ihr vielleicht die ein oder andere Inspiration bekommen habt. Wie gesagt, wenn euch irgendetwas davon gefällt und ich das für euch nachbasteln soll, dann schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentarfunktion rein. Natürlich würde ich mich auch so über einen Kommentar von dir freuen und wenn dir mein Video auch gefallen hat, über einen Daumen hoch. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!